Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute machen wir das, was ich zum Mittag gegessen habe, und zwar ein Kartoffelsalat bzw. ein deutscher Kartoffelsalat. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Topf an. Zuerst muss 1 Liter Wasser in den Topf. Das machen wir doch kurz. Ey, was ist los? Alter, das geht ja übel schnell. Perfekt. 1 Liter kommt hier rauf. 20 Gramm Salz. Perfekt. Als nächstes kommen natürlich 300 Gramm Kartoffeln. Wo sind die denn? Ah, hier. Boah, das sind 2 Kartoffeln. Okay, dann holen wir uns auch noch Zwiebeln. Also eine eigentlich nur. Und jetzt müssen wir das hier 120 Sekunden lang kochen. Deswegen stelle ich hier kurz den Timer. So. Oh, oh. Scheiße, warte mal, welches habe ich jetzt? Okay, dann lassen wir das kurz kochen, dann schneide ich jetzt erstmal die Zwiebel. Tja, kannst du mal stillhalten, bitte? So, die Zwiebeln sind geschnitten und wahrscheinlich, das geht ja immer noch 1 Minute. Alles klar, Digga. Wir müssen sowieso erstmal noch einen anderen Topf vorbereiten. Damit das kommt in den Topf dann rein, ja moin. Okay, dann hole ich jetzt erstmal die Hühnerbouillon. Perfekt. Danach weißer Essig. Alter, was war das denn? Alles klar, ja. Oh shit, warte mal, wie macht das zu? Ja, sehr gut. Erst die Pfanne abstellen, Leute. Halt die Fresse. Okay, wir brauchen jetzt nochmal weißer Essig. Wo ist der denn? Digga, bin ich dumm? Ah, hier. Oh, bitte ganz bleiben. Okay, jetzt müssen wir erstmal die Kartoffeln. Ach, die sind heiß, ne? Erstmal die hier kurz aufs Brett legen. Perfekt. Die zweiten holen wir uns auch schon aus der Brühe hier. So, dann werden die jetzt mal klein geschnitten. Okay, perfekt. Das ist getan. Nehmen wir das Ganze und schütten das hier rein. Das ist jetzt Honig bekommen. Alter, ist fast alles reingegangen. Das machen wir kurz von der Hand. Okay, wir nehmen einfach den Topf und machen den Rest so rein. Lol. Perfekt. Die Schnipsel und alles sind drin. Als nächstes kommt 1,5 Liter von dieser Hühnerbouillon rein. Genau. 20 Milliliter weißer Essig. Perfekt. 10 Gramm Salz. Als nächstes weißer Pfeffer. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Noch Zucker. Okay, kann man machen. Muss man nicht. Senf, 10 Milliliter. Oh shit, ja egal, geht noch klar. Okay, lassen wir das einfach mal so. Oh scheiße. Die Dings, die Kartoffeln und Zwiebeln, die hätten in der Auflaufform eigentlich reingemusst. Egal, ich habe eine Idee, wir machen danach. Okay, warte, jetzt erstmal 20 Sekunden lang kochen. Ich suche währenddessen eine Auflaufform. Oh, die Suppe ist ready. Oder die Suppe. Eigentlich hat der Kartoffelsalat. Okay, warte mal, was? Also, ich habe keine Form gefunden. Ich weiß nicht, wo die sein könnte, weil also das hier, nee, das ist eine Pfanne. Ja, ist glaube ich auch nicht so wichtig. Okay, jetzt müssen wir noch Sonnenblumenöl ein bisschen reingeben. 20 Milliliter. So, jetzt machen wir das Ganze auf den Teller. Einmal schon, wie sieht das eigentlich aus? Vielleicht müssen wir die Soße zuerst wegmachen. Ah, die Soße, die Suppe. Oder, ja. Ich schütte das mal hier runter und versuche, dass das Rest hier nicht rauskippt. Und wir kippen das Ganze einfach hier auf den Boden. Lecker. Ist einfach gestanden, Alter. Okay, wunderschön. Wir holen jetzt noch Schnittlauch. So ganze 8 Gramm. 2, 4, 6, 8. Perfekt. Oh nein, oh scheiße. Alles verloren, oh nee. Ganz vorsichtig, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Okay, schicken wir das Ding mal runter. Wir haben eine Gesamtpunktzahl und 2 Sterne bekommen. Was war denn so schlimm? Okay, also vor allem Hitzefehler und weil ich sie falsch geschnitten habe. Oh. Hier liegt die Hälfte. Ja, ist ja egal. Ist das immer noch? Nee, das ist leer. Okay. Ja, ich muss es ja zum Glück nicht aufräumen. Ich bin ja Chefkoch, ne? Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, diese Chaos-Folge wieder einmal. Obwohl, ich fand, es war nicht mal so schlecht. Aber wir haben einfach komplett verkackt. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Thank you.